Die FDP, die wird hier gleich den Leitantrag dann ja auch beschließen wollen. Sie wird auch heute weiter diskutieren über die Themen Atomkraftwerke und auch das Thema Fracking haben wir ja eben in der Debatte schon gehört. Und über die Vorstellung der FDP spreche ich mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Johannes Vogel. Willkommen bei Phoenix. Hallo. Herr Vogel, wir hören ja jetzt von der FDP, es soll wieder gefrackt werden in Deutschland. Oder was heißt wieder? Richtig angefangen werden, muss man ja dazu sagen. Kernfusion, Mini-Atomkraftwerke, all das steht in Ihrem Leitantrag drin. Ist das das, wie sich die FDP die Energieversorgung der Zukunft vorstellt? Nein, also das wichtigste Element für die Energieversorgung der Zukunft ist der massive Ausbau der erneuerbaren Energien. Und das ist auch die Meinung der FDP. Das sieht man übrigens auch im Handel. Wir haben jetzt ja allein in den letzten Monaten Planungsbeschleunigung, Notfallverordnung, Wind an Land, Wind an See Gesetz, ich könnte weiter aufzählen, massiv Gesetze gemeinsam gemacht in der Koalition, aber wir auch vorangetrieben als FDP, Lukas Köhler nenne ich als tollen Kollegen, die den Ausbau vorantreiben. Gleichzeitig müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass ich finde, Deutschland sich mit einer demokratischen Mehrheit in der Vergangenheit leider für die falsche Ausstiegsreihenfolge aus Kohlekraft und Kernkraft entschieden hat. Beschlossen von der FDP in der Bundesregierung. Danach war aber der Pariser Vertrag und der Wegfall der Brücke Gas durch den putinschen Energiekrieg und den Überfall auf die Ukraine. Und ich finde, in einer neuen Lage muss man auch neu denken. Und deshalb hätte ich mir gewünscht, es hätte eine demokratische Mehrheit gegeben, diese Ausstiegsreihenfolge umzudrehen. Die gibt es aber nicht. Hätte es übrigens auch in Jamaika nicht gegeben, da wären die Grünen auch dabei gewesen. Und deshalb muss man jetzt gucken, was kann man tun. Und da, glaube ich, muss man pragmatisch neben dem Ausbau der Erneuerbaren, dem Ausbau von Speichern, Netzen etc. alle Optionen sich offen halten. Und dazu gehört für mich auch eine Technik, wie die Schiefergasnutzung zulässt, sich zumindest zu öffnen. Und deshalb schlagen wir es hier vor. Wo soll das denn in Deutschland gemacht werden? Also soll jetzt im Münsterland gefrackt werden an der niederländischen Grenze? Wo sollen die kleinen Atomkraftwerke hin? Das möchte ja dann doch am Ende niemand vor der Haustür haben. Ja, also zum Thema Schiefergas will ich erst mal sagen, wir sind nur dafür, das Verbot aufzuheben. Und dann muss ich wirtschaftlich zeigen, was sinnvoller ist. Das oder andere heimische Gasreserven oder eben LNG-Gas. Wir nutzen ja längst Schiefergas über LNG. Da ist dann ein bisschen komisch zu sagen, nur bei sich selber, da verbietet es man. Zum Thema Atomkraft, es geht einfach darum, eine Offenheit zu haben für Fusion, wenn sie denn dann vielleicht kommt. Die kommt ja angeblich seit 30 Jahren. Genau, ich will mich da auch gar nicht darauf verlassen. Wir dürfen uns auch nicht darauf verlassen. Die Dekarbonisierung muss ohne diese neuen Techniken auch gelingen. Und da geben wir auch Gas bei den Techniken. Aber warum nicht offen sein? Weil es stellen sich ja auch in zweiter Hälfte unseres Jahrhunderts noch neue Herausforderungen. Wenn es neue Techniken gibt, die inhärent sicher sind, warum sie nicht nutzen? Da sind wir halt einfach offen für Optionen. So ist unser liberaler Geist. Und da sehe ich nicht ein, warum man es anders machen sollte. Technologie offen, das ist ja so ein bisschen das Wort, was die FDP jeden Tag in jeder Debatte, seien es die Heizungen, seien es die Autos, immer wieder auch vorlegt. Technologie offen. Sie müssen sich jetzt auch im Bundestag, sind ja auch Mitglied der Bundestagsfraktion, sogar auch in führender Position damit befassen, was aus dem Heizungstausch jetzt nun wirklich wird. Ja. Der Parteitag sagt jetzt das, was Habeck vorgelegt hat, was die FDP im Kabinett ja auch mit abgenickt hat. Da sollen jetzt alle noch mal ran. Was konkret muss da geändert werden aus Ihrer Sicht? Einsatz zur Technologieoffenheit. Dafür werben wir, weil es andere zu wenig tun in Deutschland. Ich glaube, es ist nötig, das zu tun, weil wir doch verschiedene Wege haben müssen zum Ziel. Und das Ziel ist klar, Dekarbonisierung und Klimaschutz. Und was das bei den Heizungen heißt, das konkret Folgendes. Es muss die Dekarbonisierung des Heizens gelingen. Weil Klimaschutz aber eine Menschheitsaufgabe ist, muss man die Menschen auch dabei mitnehmen. Und deshalb machten viele Dinge in dem Gesetz keinen Sinn und machen immer noch Dinge keinen Sinn. Ich nenne zwei Beispiele. Drei sogar, wenn Sie wollen. Erstens, Verschrottungsgebot funktionierender Heizungen macht keinen Sinn. Zweitens, es muss eine echte Technologieoffenheit geben. Also ob bei mir eine Wärmepumpe passt oder vielleicht die Option von klimaneutralem Gas über Wasserstoff und Biogase. Was viele Stadtwerke ja noch gar nicht liefern. Genau, und deswegen ist ja zum Beispiel ein Punkt, dass wir dieses GEG verzahnen müssen mit der Wärmeplanung. Es macht keinen Sinn, das unabhängig voneinander zu machen. Und deshalb sagen wir, beides muss zusammen beraten werden. Und
Und drittens muss es natürlich Förderung geben, die auch für die Menschen berechenbar ist und funktioniert. Und deshalb muss dieses Thema weiter zusammen diskutiert werden, bis wir bei all diesen Fragen eine gute Lösung haben, die Klimaschutz und Nicht-Überforderung der Menschen bei dem Weg dahin zusammenbringt. Nicht-Überforderung der Menschen. Sie sagen beim Klimaschutz bei der FDP immer, der CO2-Zertifikatehandel solle ausgebaut werden. Und das sei sozusagen der entscheidende Beitrag zum Klimaschutz. Nun muss man dazu sagen, das führt ja dazu, dass dann die Preise in einigen Jahren steigen beim Heizen, beim Wohnen, aber jetzt sofort keine Maßnahme ergriffen wird, die sofort Emissionen senkt. Ist das eine Wette auf die Zukunft nicht eigentlich, ohne dass Sie konkret jetzt etwas an der Lage ändern? Ich glaube, es ist sogar das genaue Gegenteil, weil es das wirksamste Instrument ist, um die Klimaziele sicher einzuhalten. Weil nur der Zertifikatehandel, den wir bisher nur in einigen Sektoren haben, und zum Beispiel bei Verkehr und Wärme nicht, und deshalb habe ich zusammen mit Lukas Köhler vorgeschlagen, dass wir das in Deutschland auch schneller machen, nicht erst 2027. Parteitag wird es hoffentlich heute beschließen, ich gehe fest davon aus. Warum? Weil nur das sicherstellt über einen dichten Deckel für CO2, dass der Reduktionspfad wirklich immer eingehalten wird und dann irgendwann Mitte des Jahrhunderts auch auf Null ist. Und wir haben ja mittlerweile Erfahrungswerte aus den Sektoren, wo wir den Zertifikatehandel schon nutzen. Was sind die Erfahrungswerte? Erstens, die Klimaziele werden eingehalten. Und zweitens, und das ist faszinierend, die Perspektive, dass man weiß, es geht runter, die Emissionen müssen runtergehen, führt dazu, dass die technischen Innovationen in den Markt kommen. Das erfahren wir jetzt in zwei Sektoren schon. Warum sollen wir ein funktionierendes System nicht in allen nutzen? Das macht doch keinen Sinn. Das Gegenteil wäre richtig. Sie sagen, Sie wollen den Markt das dann sozusagen bewerten lassen. Das heißt im Zweifel sozusagen, es wird nicht vorgeschrieben, dass die Heizung ausgebaut wird. Sie wird dann nur irgendwann so teuer, dass die Kunden und die Bewohner dann von Wohnungen das Problem beim Preis an einer anderen Stelle haben. Nee, also erstens haben wir als FDP leider nicht die absolute Mehrheit bisher. Und deshalb wird es sowieso eine Kombination geben. Wir wollen den Zertifikatehandel einführen und ein vernünftiges GEG, Gebäudeenergiegesetz, Heizgesetz, wenn die ganzen Punkte raus sind, die uns nicht überzeugen. Dagegen sind wir nicht, sondern das haben wir ja vereinbart, dass das kommt. Erste Klarstellung. Und zweitens, das, was ich gerade beschrieben habe, zeigt ja, wenn der Zertifikatehandel eingeführt wird, wenn wir die Kräfte der Marktwirtschaft nutzen, wissen wir aus den Sektoren, wo wir es schon haben, dass nicht erst reagiert wird, wenn der Preis so hoch ist, dass die Menschen sich das nicht mehr leisten können, sondern dass die sichere Absehbarkeit der Notwendigkeit der Einhaltung der Klimaziele dazu führt, dass die Innovationen gelingen, die wir brauchen, damit die Menschen eben nicht überfordert werden. Wir haben diese Erfahrungswerte schon. Lasst uns doch funktionierende Systeme überall nutzen. Das soweit zu den inhaltlichen Dingen. Eine Frage noch an Sie als Politiker persönlich. Sie standen gestern zur Wahl mit einem Dämpfer, muss man sagen, bestätigt worden. Schlechter als beim letzten Mal. Das schlechteste Ergebnis unter den Stellvertretern. 71% hätte man sich vielleicht mehr auch wünschen können. Dennoch, im Vorfeld des Parteitags waren ja sogar Artikel zu lesen, Sie seien ein möglicher Nachfolger Christian Lindners im Amt des Bundesvorsitzes. Also, wie blicken Sie auf das Ergebnis gestern, auf diese Spekulation? Ist das das, was man jetzt sagt, das ist ein ehrliches Ergebnis als Politiker oder wie soll man das kommentieren? Also erstens, Medienspekulationen mache ich mir nicht zu eigen, denn wir haben einen guten Bundesvorsitzenden, Christian Lindner, und der ist gestern wiedergewählt worden, wofür ich mich sehr freue. Zweitens, ich freue mich erstmal über meine erste Wiederwahl als stellvertretender Bundesvorsitzender mit einem soliden Ergebnis. Solide. Und dass man sich immer auch noch vielleicht mehr über mehr gefreut hätte, das gehört zur Politik, zum Alltag dazu. Alle Kolleginnen und Kollegen im Präsidium haben ein bisschen weniger bekommen als beim letzten Mal. Wir sind ja auch in herausfordernden Zeiten und ich nehme das einfach als Ansporn, weiter hart zu arbeiten, auch an mir selbst. Okay, also nicht ehrlich, sondern solide, aber danke für das Gespräch, Johannes Vogel. Sehr gerne.